willkommen zur nächsten sportlichen Motivation. Darum geht es eigentlich. Es geht darum, dass ihr weiter motiviert bleibt und sagt, ja komm, wir machen weiter. Darum geht die ganze Sache. Nicht um sportliche Höchstleistung, sondern dass ihr seht, wir sind noch für euch da und wir haben euch nicht vergessen. Das ist eigentlich die Message, die hier rüberkommen soll. Das Atlantis gibt alles, damit ihr weiter zu Hause fit bleibt und wir immer in Kontakt bleiben, auch wenn das jetzt über digitale Medien ist. Ihr seht, ich sitze jetzt hier im Office, Homeoffice, oder im Büro. Meine Hände habe ich gerade desinfiziert, weil ich merke selber, man greift sich immer wieder ins Gesicht und da muss ich auch noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, dass ich da nicht dauernd immer so unkonzentriert bin und das mache. Wer jetzt zu Hause sitzt oder auch im Büro arbeitet, ich habe das schon gesagt, ganz toll, alle die arbeiten, vielen Dank. Und die zu Hause sind, macht auch weiter. Ist beides, glaube ich, im Moment nicht so einfach. Wenn ihr dann so 4-5 Stunden gesessen habt, nicht nur jetzt, aber auch sonst, dann ist das eigentlich ganz gut, wenn man sich mal bewegt. Das ist ja nichts Neues, was ich jetzt sage. Sitzen ist das neue Rauchen. Jede Position. Das gilt für die Youngsters zu Hause, die den ganzen Zeit an der Konsole zocken. Das gilt aber auch für die Eltern, die arbeiten müssen. Oder auch wenn die Kinder, die zocken ja nicht nur, auch Hausaufgaben machen müssen. Die meisten Kinder sind ja auch wirklich und Jugendlichen total fleißig. Und wenn die viel sitzen, dann verkürzt es schon. Aber zocken ist natürlich auch ein großes Thema. Das heißt, wir rollen nach vorne ein. Wir verkürzen hier und verschwächen an der Rückseite. Also wir haben nachher einen Buckel. Deswegen gebe ich jetzt mal so ein paar Übungen. Wenn ihr im Büro seid, ohne dass ihr viel macht. Wenn ihr seid, geht zurück, richtet euch auf und geht zu vorne zurück. Öffnet euch, richtet euch auf, genau. Und nochmal aufrichten. Nehmt die Hände nach hinten, öffnet euch. Nach oben, zieht euch nach rechts und nach links. Legt den Kopf auf die rechte Seite auf die linke Seite. Die rechte Seite auf die linke Seite. Einfach mal Hände auf dem Schreibtisch. Aufstehen, strecken. Aufstehen, strecken. Aufstehen, strecken. Arme nach oben nehmen. Oh, mein T-Shirt mal hier strecken. Aufnehmen, strecken. Wer das jetzt kann, der steht nur mit einem Bein auf. Geht hin, hält sich fest und steht nur mit rechts auf. Vorsichtig hinsetzen. Hoffe, man sieht das. Kann man das sehen? Der steht nur mit rechts auf. Setzt sich hin. Und schon hat diese Übung eine ganz andere Bedeutung. Oder natürlich, bleibt in der Position, steht links auf. Aber immer Hände an den Schreibtisch und auf. Bleibt einfach stehen, lauft, zieht die Schultern zurück, genau dreimal, zweimal, einmal. Legt die Hände auf dem Schreibtisch oder noch besser, ich mache es auf dem Stuhl vor. Legt die Hände auf dem Stuhl, streckt euch nach vorne, zieht den Stuhl ran. Streckt euch vor, zieht den Stuhl ran. Alle Übungen, die ich jetzt mache, könnt ihr 3x10, 4x10, so wie euch das gefällt, machen. Da gibt es gar keinen genauen Ablauf. Hände an den Stuhl nehmen. Richtet euch auf. Schiebt das Becken nach vorne. Das Brustbein nach oben. Geht auf die Fußspitzen. Und noch einmal. Dreimal. Zwei. Und eins. Es muss nicht immer ein hektisches Training sein. Haltet euch fest. Hebt das linke Knie an und geht einfach mit dem rechten Fuß 10-mal immer auf die Fußspitze. Jede Bewegung, die ihr macht, und wenn es 10 Minuten, 5 Minuten sind, ist besser als nichts zu machen. 3, 2, 1, immer genau. Seite wechseln und hoch. Und 5, 4, 3, 2, immer schön auf die Fußspitze. Ihr könnt euch ruhig am Stuhl festhalten, links und rechts locker anfersen. Dreimal, zweimal, einmal stehen bleiben. Bleibt einfach gerade, nehmt die Hände nach außen, Kinn auf die Brust,
rollt euch ein, Wirbel für Wirbel und kommt langsam nach oben. Atmet aus, Schultern nach hinten und wieder zurück. Auch die Übung, 3x10, 1x15, das ist ganz up to you. Ich will da gar keine großen Vorgaben machen. Immer wieder bewegen. Bleibt in der Position. Einmal ist jetzt die linke Hand unten, zieht euch hoch, schön vorsichtig. Dann wechseln wir, ist die rechte Hand unten und ihr zieht euch hoch, locker. Genau. Linke Hand nach oben, einmal rechts rüber gehen. T-Shirt hier verstecken, das sieht besser aus auf dem Video. Und nach links rüber gehen, genau. Wenn ihr das am Tag, jede Stunde, 5 Minuten macht, 8 Stunden Arbeit, habt ihr schon 40 Minuten Training. Bleibt weiter fit. Ganz ein kurzer Tipp zum Schluss noch. Oh, Hände weg, Andi. Lass mal die Hände von deinem Gesicht. Ein kurzer Tipp noch. Jetzt ist ja gerade in der Zeit, wenn man sich nicht ganz so viel bewegt, vielleicht nicht so oft ins Studio geht oder die Möglichkeit nicht hat. Versucht doch mal in der nächsten Zeit, also jetzt am Wochenende, nur 2 Mahlzeiten am Tag zu essen. Spart Klopapier und spart Kalorien. Also ist wirklich ein ganzer Hintergrund. Versucht mal die Regel 18-6 zu machen. Ist gar nicht so einfach. Aber in den 6 Stunden, in denen ihr essen möchtet, oder ja, dann aber nur bitte 2 Mahlzeiten. Nicht so oft oder so viel wie ihr könnt. Immer nur 2 Mahlzeiten. Und dann einfach mal eine Mahlzeit des Tages weglassen. Schaut mal, ob ihr das hinbekommt.